Wir schauen jetzt ein Video von Jules. Speedrunning, die ewige Suche nach dem Gold. Auf geht's. Ganz kurz vorab, ich muss sagen, ich fühle Speedrunning so generell eigentlich nicht. Das hab's jetzt auch nicht privat verfolgt, aber ich fühle Jules Videos und wirklich jedes Mal, wenn er ein neues Video rausbringt, ich habe so Bock, das instant zu schauen. Der macht so gute Videos. Lasst ihm auf jeden Fall einen kostenlosen Sub da, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Lasst mir gerne natürlich auch einen da, wenn ihr Bock habt und euch das Video gefällt. Aber Jules Videos sind einfach immer Banger. Ich habe richtig Bock. Genau, ich bin jetzt, wie gesagt, nicht so im Thema Speedrunning drin. Was ich bei Speedruns aber interessant finde tatsächlich, ist, wenn Glitches ausgenutzt werden, da denke ich mir immer so, Junge, wie kommt man da drauf so? Auf so, wie findet man solche Glitches heraus? Und ich glaube, es werden ja auch viele Glitches benutzt, um so Speedruns zu machen. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass heute auch das ein oder andere hier vorkommt. Ich bin sehr gespannt. Genau sowas, das denke ich mir jedes Mal. Das habe ich auch schon mal gesehen von Legend of Zelda. So krank, wer da drauf kommt, ey. Alter. Also allein deswegen ist es schon übel faszinierend, sowas zu schauen. Seitdem wir Menschen existieren, versuchen wir Dinge so schnell wie möglich zu machen, um in dem, was wir tun, besser als jeder andere zu werden. Dem schnelleren Fortbewegen, um den Alltag zu meistern, dem so schnell wie möglich sterben, geil, indem man Berge ohne Seil hochklettert, oder der Krieg aus 1886, bei dem die Briten gegen die Sansibaren kämpften und sich nach ganzen 38 Minuten dazu entschieden, den Krieg wieder zu beenden. Wow, Leute, neuer Weltrekord! Doch Jahre später mit dem Zeitalter des Internets sollte all dies in klebrigen Tastaturen und offenen Chips Packungen gebündelt werden mit der Erfindung vom Speedrunning, der Kunst, ein Spiel so schnell wie möglich durchzuspielen. 1993. An der Stelle würde mich mal interessieren, schaut ihr gerne Speedruns? Also ich habe schon mitbekommen, dass es auch viele Events gibt, Summer Games Done Quick und generell auf Twitch viel, aber ich muss sagen, ich bin da gar nicht drin, also so Speedrunning an sich juckt mich jetzt nicht so, aber so eine Aufbereitung über das Thema finde ich sehr geil und vor allem von Jules Videos eh. Kurz vor Weihnachten. Der Shooter mit dem Namen Doom kommt raus. Das Spiel ist so unglaublich klein, dass es ausnahmslos auf jedem Gerät läuft. It's 2 fucking megabytes. Doom funktioniert nicht nur auf normalen Computern, so wie jeder ein Zuhause hat. Nein, Doom funktioniert auch auf einem Drucker, einer Kamera, sogar auf einem Bankautomat, einem Taschenrechner, der von Kartoffeln angetrieben wird, einem Schwangerschaftstest. Schatz, du bist nicht schwanger, du bist Doom. Oh mein Gott. Doom spielen innerhalb von Doom. Doom steuert mit Hilfe von einem Klavier. Mit Toastern, was? Doom steuern mit dem Autogaspedal, während man mit der Hupe im Spiel Gegner erschießen kann. Alter. Okay, zurück zu Weihnachten. Das Spiel, dieses alte Ding ist so geil, ist ein voller Erfolg und gefühlt jeder hat Doom zu Hause. Was man jedoch nicht machen kann, ist zusammen mit seinen Freunden spielen. Was macht man also, wenn es keinen Multiplayer gibt? Boah, das war noch eine Zeit damals, ne, bevor Internet so ein Ding war. Es war so schwierig, auch Lösungen für Games zu finden. Also, wenn du irgendwo stuck geblieben bist bei dem Game und nicht wusstest, wie es weitergeht, du hattest gefühlt keine Chance, außer ein Kumpel von dir wusste, wie es da weitergeht. Oder du hast dir so ein Guidebook geholt, aber irgendwie ist es halt auch räudig, dafür Geld auszugeben, so. Richtig. Du versuchst das Spiel schneller durchzuspielen als deine Freunde. Und da es 1993 noch kein YouTube gab, um seine Runs hochzuladen, schickte man sich gegenseitig kleine Dateien über das Internet, in denen die Tasteninputs gespeichert waren, und konnte somit die Spielabläufe von seinen Freunden bei sich abspielen und zu gucken, wie sie das Level durchgespielt haben. Hä, sowas gab's schon? Junge, richtig professional Speedrunning schon direkt. Verdammt, er war schneller. Daraufhin bildeten sich im Internet kleinere Gemeinschaften, die gegeneinander Doom spielten, um einfach nur zu gucken, wer schneller ist. Und zack, Speedrunning war geboren. In diesen Communities konnte man sich bestimmte Ränge verdienen, indem man ein Examen einreichte, das zeigte, dass man ein Level in einer bestimmten Zeit abschließen konnte. Dann wurde ein Doom-Archiv gegründet, wo die besten Zeiten dokumentiert wurden. Und je mehr Spiele über die nächsten Jahre dann rauskamen, desto mehr Archive wurden erstellt. Hey, wie nice ist das? Vor allem so, dass man das ja eigentlich auch beweisen kann, dass man das so schnell geschafft hat. Und dass man nicht einfach nur sagt, ja, ich war voll schnell und dann muss man das so glauben. Eigentlich schon echt strong.
schlussendlich dafür sorgte, dass 2004 eine universelle Seite für alle Spiele, wie zum Beispiel Quake, Metroid Prime oder Zelda Ocarina of Time, in der man die besten Speedruns einsehen konnte, erstellt worden ist. Nochmal 10 Jahre später und Zelda Ocarina of Time ist mittlerweile in 18 Minuten durchspielbar, indem man sich mit Hilfe einer Wasserflasche vom ersten Dungeon zum Endboss teleportiert. Bei Half-Life werden jegliche Gesetze der Physik... Da frage ich mich, wer kommt darauf? Wie findet man sowas heraus? Das ist so krass. ...gebrochen... Und die Doom-Rekorder aus den 90ern wurden bis ins kleinste Detail perfektioniert. Also ich muss sagen, weswegen mich Speedrunning auch nicht so catcht, ist, wenn man das so komplett normal macht, was wahrscheinlich niemand macht wahrscheinlich einen normalen Speedrun und läuft einfach nur durch, sondern jeder benutzt Glitches. Aber wenn du es einfach normal machst, ich finde es zum einen uninteressant, das anzuschauen, und zum anderen, für die Person, die das halt macht, ne, die muss ja 100 Millionen Jahre lang trainieren, nur damit es dann richtig funktioniert. Dass die Tasteninputs perfekt funktionieren zum richtigen Zeitpunkt. Ich stelle mir das so stressig vor. Junge, Junge. Aber es ist schon echt satisfying anzuschauen. Neue Plattform namens Twitch bekommt gerade den Boom ihres Lebens. Und Speedrunner fangen an, ihre Runs live vor Tausenden an Zuschauern zu spielen, was somit auch die goldenen Tage vom Speedrunning einläutet. Und irgendein Nerd mit 10 seiner Kumpels dachte sich zu der Zeit, komm, wir gehen zu meiner Mutter nach Hause, die wird schon nicht nerven und spielen die Naruto-Runs. Ganz viele Spiele. Es ist so geil, ich weiß nicht, so überall Memes eingebaut, ich fühl's. Live vor Kamera auf Twitch durch. Und so entstand die mittlerweile größte Speedrun-Veranstaltung namens Awesome Games Done Quick. Achso, das heißt Awesome Games Done Quick. Okay. Nun, die Speedruns sind unterhaltsam anzuschauen, aber Gamer sind halt eben Gamer. Die Kampfspiel-Community hat beispielsweise einen sehr besonderen Ruf von sich gegenseitig verprügeln, also in Real Life. Ein bisschen zu Leuten. Junge, ich habe nur so Clips von Smash gesehen und das war auch schon wieder komplett am Eskalieren und die Leute sind komplett toxic teilweise. Leuten, die sehr salty die Halle verlassen, nachdem sie kurz vorm Tod vor hunderten Leuten geteabagged wurden. I absolutely agree. That's a controller break. Oh. Und selbes gilt halt eben für die Speedrun-Community. Die Madness kickt so hart, ey. Mit ein bisschen weniger Testosteron. Wir haben einmal diesen jungen Herrn hier. Der wirkt wie ein NPC, der von seiner normalen Route abgekommen ist. Das Mädchen, was mit dem Stream anfängt zu weinen und ihre Lebensgeschichte erzählt, konstant unterbrochen von lautem. Oh Mann. Hoi. Oh mein Gott, das habe ich auch gesehen. Das ist richtig unangenehm gewesen, der ganze Clip. I would really prefer if you would be quiet. Uff. Nice mustache. Thank you. Junge, was? Der legendäre Seed Sniffer. Bis heute werden in den Kommentaren. Oh mein Gott, ist das real? Ist das doch Troll, oder? Ich hoffe, das war ein Troll. Haben zahlreiche Theorien darüber aufgestellt, ob der mysteriöse Stuhlschnüffler nur etwas aufgehoben hat oder ob das eine klar geplante Operation war. Warum kommt ein Typ danach und death? Warum ist das die gleiche Stelle, an der der NPC von davor lang gelaufen ist? Ist das etwa ein zusammenhängender Nebenquest? Sind wir alle eigentlich nur NPCs in der Welt vom Stuhlschnüffler? So, so viele offene Fragen. Andere Stuhlschnüffler in den Kommentaren behaupten, etwas absichtlich fallen zu lassen, sei eine beliebte Strategie. Er hat gebetet. Okay, abseits davon sorgten diese Events für einen immer größeren Ansturm darauf, Spiele schnell durchzuspielen. Immer mehr Weltrekorde, die gebrochen wurden. Immer mehr Leute, die ihr Können live zur Schau stellten. Doch wie optimiert man einen Run? Wie schafft man es, das Maximum aus einem Spiel rauszuholen, um der zu sein, der den nächsten Weltrekord bricht? Was ich mich an der Stelle auch frage, vielleicht wenn jemand da mehr Erfahrung hat, bei Speedruns darf man da immer Glitches benutzen oder gibt es auch Speedruns, wo man einfach komplett normal durchlaufen muss? Weil die stelle ich mir richtig langweilig vor, ehrlich gesagt. Indem man sie findet. Die Tricks, Abkürzungen, Routen und Glitches im Spiel. Oh mein Gott, wir sind erst bei ein Drittel des Videos und jetzt kommen wir zu den Glitches. Oh mein Gott, ich habe richtig Bock. Die in jedem Code versteckt sind. Und genau dadurch begann die Suche nach dem ultimativen Speedrun-Gold.
Okay, stellt euch vor, alle Spiele zusammen ergeben eine riesige Höhle. In dieser Höhle ist jedes einzelne Spiel ein neuer Minenschacht. Speedrunner betreten diese Höhle Tag zu Tag, um neue Sachen über das Spiel herauszufinden. In diesen Minen lässt sich das Gold finden, der nächste Trick oder Glitch, mit dem sich das Spiel noch ein bisschen schneller durchspielen lässt. Sehr wertvoll. Mal ist es eine kleine Abkürzung, um noch ein paar Sekunden zu sparen. Manchmal ist es ein neuer Glitch, um sich noch schneller fortzubewegen. Und manchmal ist die Entdeckung so groß, dass der Fund sogar ganze Schlagzeilen in den Medien macht und kurzzeitig alle Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ich will ein Kind von dir! Alle Funde werden archiviert und gespeichert. Man erstellt Excel-Tabellen, Landkarten oder Routenmaps und alles mögliche an Dokumenten, um das Gold am Ende auch verwenden zu können. Und kommt ein neues Spiel mal raus, wird ein neuer Minenschacht eröffnet und der Vorgang wiederholt sich. Manche Höhlen wie Super Mario 64 sind bereits so groß und erforscht, dass das meiste Gold wahrscheinlich bereits gefunden wurde. Diese Suche nach dem Gold findet jetzt schon seit Jahren statt. Und die Höhlen wurden über die Jahre größer, die Speedruns wurden schneller und die Community um das Spiel herum wuchs. Und nun lasst uns mal schauen, was 30 Jahre Graben so hervorgebracht haben. Der wahrscheinlich bekannte... Oh nice, also jetzt kommen bestimmt einige Glitches. Ich habe richtig Bock. Also ich kenne von Legend of Zelda Breath of the Wild, dass man irgendwie sich richtig hart durch die Gegend schleudern kann mit einer Bombe. Mein Bruder hat das, das habe ich selbst bei meinem Bruder gesehen, dachte mir, was passiert da, Alter? Aber ich finde es so faszinierend, dass die Leute so viel Zeit investieren, auch so Glitches in Games herauszufinden einfach, ne? Ich meine, eigentlich bringt es ja nicht wirklich was, außer wenn du halt Fame bist als professioneller Speedrunner, okay. Aber so generell ist es halt einfach ein Hobby, oder? Aber schon sehr nice. Der Speedrun-Move ist der BLJ. Zwei Mexikaner entdeckten im Jahr 2000, dass man die eigentlich unendliche Treppe in Mario 64, für die man eigentlich 70 Sterne braucht, sehr viel früher passieren kann, indem man durch einen Glitch mit Highspeed nach hinten springt. Mario kann damit gefühlte Schallgeschwindigkeit erreichen und der Glitch wird in fast jedem Speedrun heutzutage verwendet. Das ist so krass, ey. Generell versucht man in Speedruns sein Movement so gut wie möglich zu optimieren. Sei es das Bunnyhopping in Half-Life, bei dem man durch richtiges Laufen... Ey, das habe ich bis heute nicht gecheckt, wie das funktioniert. Ich habe das mal probiert damals, aber es ging gar nicht. Schneller wird, auch übrigens rückwärts möglich. Was ist eigentlich Gravitation? Sich mit Hilfe vom Springen auf Items nach oben bewegen. Der Super Slide in Zelda, bei dem man mit Hilfe einer Bombe durch die Welt sliden kann. Das Massakrieren... Das ging schon damals bei den Nintendo 64-Teilen? Überheftig, wusste ich gar nicht. Des Controllers in Wind Waker, um jegliche Schwimmrekorde zu brechen. Das simple Wallrunning in Doom. Man ist schneller, wenn man an der Wand läuft. Das sich selber boosten durch Raketen in zum Beispiel Quake oder der berühmte Horse Tilt in Skyrim. Anstatt dich durch die erste Höhle zu kämpfen, die halbe Welt zu durchqueren und schlussendlich mit letzter Kraft nach 3 Stunden Weißlauf zu erreichen, kannst du auch einfach im richtigen Zeitpunkt von einem schräg aufgestellten Pferd springen. Hey, da fliegt ein Mann in der Luft! Pferde in Skyrim sind eher ein bisschen cursed und können zum Beispiel Berge hochlaufen, genauso wie in Real Life. It is a flying horse. Dann gibt es Methoden, um große Teile vom Spiel zu überspringen. Der Zip in Elden Ring, bei dem man blockend im richtigen Moment nach vorne gehen muss und dann extrem weit geradeaus teleportiert wird. Hä? Respekt, Kakarot. Respekt nicht. Hä, warum? Übel. Ja, warum passiert das? So lässt sich das 100-Stunden-Spiel, wo Entwickler ganze Jahre dran gearbeitet haben, in ganzen 4 Minuten durchspielen. In Outlast kann man einfach 90% vom Spiel skippen, indem man einfach nur an der richtigen Stelle über einen Busch in den Abgrund springt. Warum? Warum geht das? Und dann gibt es noch das Credit Warpen, bei dem man das Spiel durch eine Vielzahl an Glitches so manipuliert, dass man sofort bei den Credits landet. In Super Mario muss man unter anderem einen Feuerball schießen und dann von Yoshi auf einen Coin springen und zack, die Credits zu laufen. Yes! Dasselbes passiert in Zelda. Hä? Ich verstehe gar nichts mehr. Ja, man muss nur ganz viel komisches Zeug im Wald machen, einen unsichtbaren Topf hinlegen und das Spiel ist vorbei. 3 Minuten 52. Oh, und in Pokémon muss man sich einfach durch das unsichtbare Inventar glitschen, wählt das Item J aus und du hast das Spiel erfolgreich durchgespielt. Und genau aus diesem Grund gehe ich einfach niemals ohne unsichtbarem Inventar aus dem Haus. Ja, dann gibt es noch die Methode, bei der man sich durch verschiedene Wände backt, um frühzeitig Gebiete zu erreichen oder sogar ganze Passagen vom Spiel überspringen kann. Sei es das einfache Wallclipping in Wände rein oder das Entlanglaufen außerhalb der Map, um ganze Abschnitte zu überspringen. Vor ein paar Jahren hat ein Spieler mal durch Zufall herausgefunden, dass Link in Twilight Princess, wenn er Rubchen anstarrt, sich jede Minute ein kleines Stück nach hinten bewegt. Heißt also, sollte man zufällig vor einer Wand stehen und dann in 17 Stunden absolut gar nichts machen, schafft man es, eine ganze Passage zu überspringen. Spieler gehen in diesen 17
17 Stunden schlafen. What? In Mario Kart funktionieren die Shortcuts ein wenig anders. Man versucht nicht einfach schnell durch die Strecke zu fahren, sondern frühere Checkpoints auf der Map zu erreichen, damit das Spiel denkt, man wäre bereits die ganze Strecke bis dahin gefahren. Und das, ohne die Linie zu erreichen, weil das Spiel sieht, dass du einfach nur wie ein Noob zurückgefahren bist. Bei Warios Goldmine springt man dafür auf ein Rohr. Incredible. Bei der Mario Kart Wii Vulkan Map springt man auf den Hügel, fährt einmal drumherum und hat eine Runde abgeschlossen. Und der Shortcut bei der Regenbogenstrecke ist so unglaublich schwer, dass es Jahre gebraucht hat, dass ein Mensch den überhaupt das erste Mal schaffen konnte. Oh mein Gott, guys, I did it. Und dann gibt es noch diese großen Funde, die heiligen Grale vom Speedrun. In Zelda Wind Waker gibt es eine Barriere, die in einem Speedrun 2 volle Stunden einsparen würde, wenn man diese irgendwie überspringen könnte. So, yeah, if you ever find a way past that, it would be the Holy Grail. Leute haben ein $1,200 Kopfgeld ausgesetzt für den, der herausfindet, wie man diese Barriere überspringt. Man kann sich nicht über die Wand glitschen. Man kann auch mit keinem Bug unter der Wand hindurch. Und nach 10... Junge, man hat einfach schon alles ausprobiert, um da durchzukommen, oder was? In Jahren konstantem Graben nach einer Lösung für diesen Skip ist Folgendes passiert. Und so konnte der Glitch nach einiger Zeit konstant in den Speedruns etabliert werden. Oh mein Gott, was ist da jetzt gerade schon wieder passiert? And I'm gonna get an item slide going. Oh, there it is. First try. Hey, yo, what the fuck? Ein anderer Spieler Speedrun. Das ist so geil, wie das so komplett scuffed und cursed aussieht, dieses Movement. Warte mal, Mario 64 und das hier ist passiert. Hä? What the? Da Mario 64 das meistgespeedrunteste Spiel ist, wurde auch hier ein $1,000 Kopfgeld ausgesetzt für den, der den Glitch reproduzieren kann. Immerhin wäre diese Entdeckung... Was da passiert ist, einfach hochgeswuscht. ...für Speedrunner gleichzusetzen mit der Entdeckung Amerikas. Nun, nach 8 Jahren schmerzvollem Forschen weiß man schließlich, dass an diesem Tag Folgendes passiert ist. Wenn Sterne in unserer Galaxie oder irgendwo in anderen weit entfernten... Okay, was passiert? ...Galaxien explodieren, entsteht kosmische Strahlung. Diese findet irgendwann in Form von ionisierender Energie ihren Weg in unsere Atmosphäre. Diese Partikel interagieren mit der Erde, oft mit elektronischen Geräten, was jedoch meistens kaum bemerkbar ist. Eines dieser Partikel interagierte beispielsweise 2003 mit einem Computer in Brüssel und gab einer Kandidatin bei den lokalen Wahlen 4000 mehr Stimmen, weil ein Wert im System... Hä? Ist das ein Ding? Dass er einfach irgendwelche Strahlung Dinge in PCs ändert? Durch den Partikel verändert wurde. Und ja, ihr ahnt es, selbes ist 2013 passiert, als der Super Mario 64 Spieler sich wegen willkürlicher Weltraumaktivität hochteleportieren konnte. Und dann wurden... Als ob das einem Speedrunner passiert, der gerade einfach am Speedrun ist und dann so perfekt irgendwas manipuliert wird, dass er nach oben fliegt, um den Speedrun schneller zu machen. Das kannst du doch keinem erzählen, oder? Natürlich noch andere nennenswerte Bugs gefunden, wie zum Beispiel Gandhi im Spiel Civilization, der in Real Life eigentlich relativ friedlich war und in Geschichtsbüchern als Prophet und Held gefeiert wird, dich aber durch einen Bug im Spiel konstant mit Nuklearwaffen bedroht und irgendwann anfängt, dein ganzes Land zu bombardieren, was ihn somit zum absolut gefürchteten Todbringer in der Community macht. Bombardier diese Nottensöhne. Gandhi. Der berühmte Missing No Glitch in Pokémon Rot, bei dem man an einer bestimmten Stelle einer fehlenden Textur begegnen kann, was übrigens auch als ziemlich beliebtes Cosplay-Kostüm hinhält. Und schon mal gefragt, was passiert, wenn man in Portal von 2 Portalen zerquetscht wird? Alles gut, Leute! Nichts passiert! Es gibt eine 1 zu 90.000 Chance, dass man in Mario Kart durch einen bestimmten Zaun klippen kann. In einem SpongeBob-Spiel läuft alles deutlich schneller, wenn die CD dreckig ist. Ich meine, man hätte doch einfach Staub nehmen können. Der Endboss in 2 Worlds lässt sich in 2 Minuten besiegen, wenn man sich neben einen Dorfbewohner stellt und beide vom Feuerball des Endbosses getroffen werden. Die Dorfbewohner werden daraufhin ziemlich wütend und knüppeln den Endboss im Spiel vor deinen Augen einfach tot. Geil, so geil. Und wenn du nicht so viel Skill hast, dann kannst du dich bei den spezielleren... Ey, ich muss ehrlich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass ein Speedrunning-Video mich so unterhalten kann. Ich finde es so lustig einfach, das Editing, aber auch, was da passiert halt. Speedruns beweisen, wie zum Beispiel am schnellsten die Nippel von Mario entblößen. There they are, the nipples. Sie selber mit einem blauen Panzer in Mario Kart treffen. Peter Griffin in Wiimaker nachstellen. Obama! Wiimaker! Es gibt einfach wirklich Speedruns dafür. Junge, hä? Sich in allen möglichen Spielen so zügig wie möglich irgendwo runterstürzen, um sich schnellstmöglich umzubringen.
den Seed, okay, das ist ja richtig langweilig, oder? Walrus in Minecraft eingeben und in unter einer Sekunde einen Diamanten bekommen. In China gebannt werden. Einen Burrito in unter 14 Sekunden machen. Yes, 13 seconds, look at that. In Skyrim durch die Welt fliegen, den meistfastesten NPC töten und ihn daraufhin teabaggen. Yo, what the fuck? Und wenn man auf der Suche nach einer wirklichen Challenge ist, begibt man sich in die dunkle und kalte Speedrun-Welt der Souls-Teile. Oh mein Gott, also wirklich alle Leute, die Games Speedrun, ne? Mein Beileid, Alter. Ich habe das schon normal gespielt und so viele Stunden gewastet. Und dann hin und wieder dann doch mal geschafft, den Boss zu killen. Und Leute, die das Speedrun, die dürfen ja einfach gar keinen Fehler niemals machen. Ich stelle mir das so überstressig vor. Hier eine kleine Anekdote. Es gab im großen Reich von Elden Ring einmal einen mutigen Helden. Er brauchte zahlreiche Versuche, den allerschwersten Boss aus allen Souls-Spielen namens Malenia zu besiegen. Die stärksten Kämpfer und Krieger scheiterten an diesem Boss. Bin ich nicht mal hingekommen. Ich habe schon so viele Stunden in das Game investiert, ey. Und brauchten teilweise so schlecht. Wochen, um ihn zu bezwingen. Suck my fucking dick. Ich kann die Madness richtig verstehen, Mann. Ich kann's verstehen. Als er ihn schließlich bezwang, machte er es sich zur Aufgabe, diesen Bosskampf so gut zu studieren, dass er fortan problemlos anderen Abenteurern bei dem Boss helfen konnte. Und so zog er komplett nackt, nur mit einem Topf auf seinem Kopf und zwei Katanas in den Händen los, um anderen Spielern zu helfen. Vorausgesetzt, sie warten sitzend an der Seite und lassen den nackten Mann mit dem Topf auf dem Kopf den Boss ohne einen einzigen Treffer alleine besiegen. Der Name dieses Spielers hieß Let Me Solo Her. Let me solo her. Let me solo her. Let me solo her. Let me. Ist das real oder ist das nur eine Legende? Der Slaptrap, Junge. Schön, dass du reinschaust. Solo her. Let me solo her. Der Mann wurde zur Legende und prägte die Community so. So geil. Das ist so geil. Sehr, dass er bis heute mehr als 1000 Leuten dabei helfen konnte, den schwersten Boss aus allen Souls-Spielen zu besiegen. Und auf die Frage, warum er denn keine Rüstung tragen würde, sagte er nur, warum eine Rüstung tragen, wenn man eh nicht getroffen wird. Man kann also festhalten, die Souls-Community hat Savage. Ein, zwei Schrauben locker. Wie wär's mit Dark Souls mit einem Piano durchspielen? Was? Dark Souls mit kabelgebundenen Bananen durchspielen. Alle Bosse in Dark Souls und das komplett blind. Monatelang komplett durchgrinden, um alle... Wie soll das überhaupt möglich sein, das blind zu machen? Das geht doch gar nicht. Souls-Spiele nacheinander, ohne einen einzigen Treffer durchzuspielen. No! 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 So far no error! Du hast jetzt Soulsborne ohne Hits durchgespielt. Natürlich kann man eine Speedruns auch cheaten. Entweder man schneidet einzelne Passagen zum perfekten Speedrun zusammen oder lässt einfach ein Video laufen, während man so tut, als würde man gleichzeitig selber spielen. Oh mein Gott, wie low kann man sein, bitte? Bro, hier hat das so unglaublich schlecht gefaked mit Cola und Lavalampe. Epic Gamer hier. Dass er zum ultimativen Running Joke in der Speedrun-Szene wurde. Oder man guckt bei blinden Speedruns einfach durch die Maske hindurch. Ein deutlich größerer Skandal der letzten... Hä, was ist denn das für ein Trash? Warum speedrunnt man dann überhaupt? Das ist doch einfach... Das ist doch einfach lächerlich, Mann. Jahre war der Dream Minecraft Speedrun, bei dem er in verschiedenen... Er spielt jetzt einen Mod, bei dem jeder Gegner... Was? Oh mein Gott, das hört sich hier nochmal tausendmal stressiger an. Genau, ein Sekiro Blindrun, der war ganz geil. Wie kann man ein Game überhaupt blind durchspielen? Also, übelsten Respekt, ey, wirklich. Runs zufälligerweise so viel Glück bei den Picklin-Jobs hatte, dass sich sogar Mathematiker mit der Frage beschäftigten. Das habe ich mal mitbekommen, dass da irgendjemand immer so Speedruns gemacht hat, voll die krassen Gegenstände gefunden hat, wo es halt so todesunwahrscheinlich ist, dass man das überhaupt schaffen kann. So viel Glück bei den Picklin-Jobs hatte, dass sich sogar Mathematiker mit der Frage beschäftigten, um herauszufinden, ob er gecheatet hat. Speedrunning Minecraft comes a lucky player, Ender Pearls, Blaze Rod. Und naja, Reddit hat mal wieder Reddit-Dinge gemacht und das Ganze endete in ganz schön viel Drama. Oh my goodness, you guys aren't gonna believe how many diamonds I found. Nope, das ist ganz schön viel Mathe, das werde ich mir nicht alles durchlesen. Die Zusammenfassung ist, A Dream hat entweder so viel Glück wie ein Lottogewinner, der 26.000 Mal nacheinander im Lotto gewinnt oder 15 Millionen Mal von einem Blitz getroffen wird.
Oder er hat einen Minecraft-Mod installiert, der die Drop-Rate von Enderperlen hochschraubt. Ist sehr wahrscheinlich das. Dreams Antwort darauf war dann: Also heißt das, es gibt noch eine Chance. Als ob der das noch gesagt hat. Ja! Nach ganz langem Hin und Her und viel zu langen nervigen Statements gab er es dann endlich zu. Was für ein Trash, ey. Minecraft Speedruns sind generell eine Sparte für sich. Leute machen sich seit Jahren auf die Suche nach dem perfekten Seed, mit dem sich das Spiel am schnellsten durchspielen lässt. In einem Dorf spawnen. Das ist für ein Clip gelesen. Alle Betten mitnehmen. Direkt im Dorf in den Nether rein, dort ein neues Portal bauen, direkt im Portalraum spawnen, den Enderdrachen mit Betten massakrieren, 1 Minute 47. What? Vor allem in den letzten Jahren hat man einen enorm großen Ansturm auf Speedruns gesehen. Seien es die Wettrennen unter Streamern, die Randomizer-Runs auf YouTube, oh God, surprise, werewolf oder die noch größeren Speedrun-Veranstaltungen, die heute leider etwas korrupt geworden sind. Jeden Tag machen sich Leute auf den Weg in die tiefsten Höhlen der Speedrun-Welt und versuchen noch mehr aus den Spielen herauszuholen, nochmal einen neuen Rekord aufzustellen, der dann wahrscheinlich von wem anders wieder geschlagen wird. Die Speedrun-Szene ist so unglaublich bemerkenswert und gleichzeitig so sinnlos zugleich. Das habe ich auch gesehen, diesen Clip von Breath of the Wild. Die Speedruns. Ich finde, da muss das Setup einfach komplett perfekt stimmen, dass man komplett richtig fliegt. Das, Junge, wer hat so viel Zeit investiert da? Die Szene ist so unglaublich bemerkenswert und gleichzeitig so sinnlos zugleich. Junge. Von Leuten, die versuchen, neue Rekorde aufzustellen in einem 20 Jahre alten Spiel, das kein einziger Mensch mehr spielt. Bis hin zu Gamern, die 4 Monate am Stück streamen, um einen Rekord zu brechen, der nach ein paar Wochen rein gar nichts mehr wert ist. 300 Stunden lange Speedruns, die nur gespielt werden, um in etwas besser zu sein, was sonst eigentlich kein anderer Mensch auf der Welt macht. Am Ende... Junge, jetzt wird's richtig dramatisch hier. ...des Tages bleibt Speedrunning die sich für immer wiederholende Sisyphus-Arbeit. Das ewige Hochrollen des Steines, der kurz vom Ziel einfach wieder runterrollt. Ja, so stelle ich es mir halt auch vor. Deswegen könnte ich mir daraus auch keinen Spaß machen, Sachen zu speedrunnen. Andere Sache ist natürlich, wenn du halt davon lebst und leben kannst, dann ist es halt schon geil. Aber wenn man das einfach so macht, boah, ich stelle mir das so viel zu stressig vor. Vor allem irgendwelche Souls-like-Games. Nein, Mann. Echt die nicht. Die ewige Suche nach dem ultimativen Speedrun-Gold. Look at the fucking pace! 50, 49, that's fucking right! My God, it might be 112. And it fucking is! It fucking is, baby! Like, how many fucking hours of my life have I wasted doing that bullshit? All I fucking do is waste my life away trying to get world records for a temporary goddamn high. That's a new world record. Chief, you are a legend! You are a legend, Chief! Stop! Ow! Oh, man. Oof. Oh, I should probably fucking quit this game. Look, I fucking put my head through my wall. Oh mein Gott, dieses Video war so übertrieben nice, richtig nice, wirklich. Lasst Jules gerne einen kostenlosen Sub auf YouTube da für dieses Meisterwerk. Lasst mir gerne auch einen kostenlosen Sub auf YouTube da und einen kostenlosen Follow auf Twitch. Würde mich sehr freuen.